Herzlich willkommen nochmal zur Foskes-Konferenz 2020 in Freiburg. Wir haben jetzt schon was zur Kartenprojektion gehört, einen Einführungsvortrag. Im nächsten Block beschäftigen wir uns dann auch mit OpenStreetMap. Was ist das eigentlich? Was ist Open Source? Aber jetzt geht es um den Foskes e.V. Foskes kennen Sie alle, das ist die Konferenz, aber nein, da steckt auch noch ein ganzer Verein mit dahinter, mit vielen Ehrenamtlichen, und was die da so treiben und wie man den Verein unterstützen kann, das erzählt uns jetzt Hanna Krüger. Hallo alle zusammen, freut mich, dass es doch einige zu so früher Stunde vor der Konferenz und dann auch noch bei den ganzen widrigen Umständen mit Corona und was nicht alles noch in den letzten Tagen auf uns zugekommen ist, geschafft haben. Ich leite jetzt hier den kommenden Block ein mit Ehrenamt im Foskes. Anschließend wird der Marco Lechner noch ein bisschen was zu was ist eigentlich Open Source erzählen, und am Ende wird noch Thomas Govron ein bisschen Einblicke in OpenStreetMap geben. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Foskes e.V. an sich. Und ich möchte gerne damit anfangen, dass ich mir erstmal kurz vorstelle und mal ein bisschen erzähle, warum ich jetzt hier eigentlich als diejenige stehe, die den Verein vorstellt. Wie schon gesagt, ich bin Hanna Krüger, seit 2012 bei OpenStreetMap aktiv und bin dann eigentlich über die Schiene OpenStreetMap dann 2017 das erste Mal auf einer Foskes mit dabei gewesen, weil das ja auch, wie vielleicht viele von euch wissen, auch die deutsche OpenStreetMap-Konferenz mit ist. Und wie man daran schon sieht, eigentlich so richtig lange dabei bin ich eigentlich noch nicht. Ich bin dann auch erst 2019 in den Foskes e.V. eingetreten, also jetzt auch gerade mal ein Jahr lang dabei. Habe mich allerdings auch in dieser Zeit ja sehr aktiv mit dem Vereinsleben beschäftigt, bin Teil der Konferenzorganisation auch in diesem Jahr mit gewesen. Und habe auch noch nebenbei einige andere Projekte im Verein mit begleitet. Was glaube ich auch schon zeigt, es ist jetzt hier kein Verein, in dem die Mitglieder, die schon sehr lange mit dabei sind, halt irgendwie was stemmen können, sondern auch ganz neue Mitglieder können dann im kommenden Jahr hier schon so einen Vortrag halten. Erst noch mal so ein paar Zahlen und Fakten zum Foskes e.V., eigentlich nur ganz kurz. Foskes steht für freie und Open Source Software für Geoinformationssysteme, was der sperrigste Name ist, der einem so einfallen kann. Deshalb kürzen wir das Ganze ab und nennen uns Foskes e.V. Gegründet wurden wir im Jahr 2000, das heißt, wir sind jetzt dieses Jahr 20 Jahre alt geworden, wo es eventuell im Jahr auch noch eine kleine Geburtstagsfeier geben könnte. Wir haben aktuell rund 200 Mitglieder, ich glaube nach aktuellen Zahlen ein bisschen über 200, aber das variiert immer so, aber 200 ist so der Wert, auf den wir uns irgendwie so eingeschossen haben. Und das Ziel ist die Förderung von freier GIS-Software und offener Geodaten, wo man auch schon sieht, allein schon am Ziel, das Ziel ist jetzt nicht, diese Konferenz zu organisieren, das machen wir zwar auch nebenbei, aber eigentlich machen wir noch viel mehr im Verein, und das ist eigentlich das, was ich jetzt auch in den kommenden Minuten mal ein bisschen erklären möchte, was machen wir eigentlich außer diese Konferenz zu organisieren. Und da bin ich mal so ein bisschen durch das Vereinsleben und durch unser Wiki gestöbert und habe dabei herausgefunden, dass wir uns so ungefähr 6 Säulen im Verein haben. Natürlich ist eine ganz große und zentrale Säule des Ganzen ist sicherlich das Veranstalten dieser Konferenz, dass diejenigen, die da sehr aktiv sind, auch ungefähr 5-6 Monate vorher schon fast alle Wochenenden irgendwie auf Zack hält. Nebenbei haben wir allerdings auch noch eine sehr zentrale Säule, nämlich Förderanträge und Förderungen, finanzielle Förderungen von GIS und OpenStreetMap Projekten. Wir haben auch das ein oder andere Projekt, wo wir ganz verstärkt Aktivismus betreiben, auch in dem Bereich und auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Wir sind zudem noch das deutsche Local Chapter von einigen Organisationen. Wir veranstalten selbstverständlich auch Vereinstreffen, nicht nur Konferenzen. Und man will es nicht verheimlichen, wir sind ein ehrenamtlich getragener Verein. Das heißt, alle sonstigen Aufgaben, die so im Verein sind, sind halt auch bei uns nicht, überwiegend nicht bezahlt. Und demzufolge ist die Selbstverwaltung auch
ein Block, der einfach das Vereinsleben auch mitbestimmt, einfach weil das auch getan werden muss. Genau, fangen wir mal an mit der Konferenzorganisation an sich. Prinzipiell gibt es bei der gesamten Konferenzorganisation, man mag es kaum glauben, nur ganz wenige bezahlte Posten. Der Rest ist komplett ehrenamtlich getragen. Dazu gehört zum einen, das fängt an mit dem T-Shirt-Design, mit dem gesamten Programmkomitee, mit der lokalen Organisation, das heißt ja, alle, die letztes Jahr in den blauen T-Shirts und dieses Jahr in den gelben T-Shirts rumlaufen, sind auch alle komplett ehrenamtlich hier. Der gesamte Ticketverkauf ist davon betroffen, noch die ganze E-Mail-Flut, die natürlich noch dazukommt, und auch diejenigen, die das Tagungsband schon gesehen haben oder auch das Programmheft und noch ganz viele weitere Aufgaben. Das alles wird ehrenamtlich organisiert und ist natürlich mit sehr viel Zeitaufwand verbunden. Aber nichtsdestotrotz ist eine Säule aber doch nicht die einzige. Genau, und dann kommen wir jetzt mal zu den Förderungen. Der Vosges e.V. fördert Projekte für freie und offene Daten. Davon sind betroffen, also zum einen Serverkosten, die man bei uns finanzieren lassen kann. Man kann sich Veranstaltungen und auch Reisekosten zu Veranstaltungen von uns finanzieren und man kann auch sonstige Projekte, die in irgendeiner Form damit in Verbindung stehen, kann man sich auch fördern lassen. Hierbei sei aber gleich nochmal dazu gesagt, es geht uns hierbei nicht darum, dass wir jetzt irgendwie Arbeitszeit bezahlen, das macht der Vosges tatsächlich nicht, sondern es geht wirklich nur um eine Hilfe bei Hardware wie Server, wie Drucker und Equipment und was auch immer. Die Bedingungen dafür sind relativ einfach. Das Projekt muss irgendwie einen Vosges-Bezug haben. Der Antragsteller muss aber nicht zwingend Vereinsmitglied sein. Das heißt, prinzipiell ist jeder von euch gerne angehalten, einen Förderantrag bei uns einzureichen. Das Verfahren dazu geht wie folgt: Man stellt einen Antrag bei uns auf der Webseite, muss sich danach einer Vereinsdiskussion unterziehen, wo Mitglieder die Möglichkeit haben, dazu Fragen zu stellen und vielleicht auch den ein oder anderen Einwand oder auch die ein oder andere Extra-Sache, das geht dann wirklich hin und her, nochmal dazu zu sagen. Und im Endeffekt wird dann das Ganze Vorstand beschlossen und dann in der Regel auch genehmigt, dass Förderungen abgelehnt wurden. Das passiert tatsächlich bei uns relativ selten. Kürzungen kommen schon mal vor, komplett Ablehnungen eigentlich kaum. Und was wir da so beispielsweise in den letzten Jahren an Projekten gefördert haben, ist zum einen das Podcast-Equipment für den Podcast Radio OSM, ein Großformatdrucker, der auch, ich glaube, im Laufe des heutigen Tages im Foyer aufgebaut wird, wo dann jeder seine eigene Karte drucken kann, der das möchte. Dann an Veranstaltungen werden regelmäßig Code-Sprints, Anwender- und Entwicklertreffen und auch Hack-Weekends und Mapper-Treffen gefördert. Und so die größten Serverkostenfinanzierungen, die der Vosges aktuell trägt, ist, dass wir uns um den deutschen OpenStreetMap-Teilstil und den Teilserver dahinter betreiben und auch fördern. Den OSM-Editor JOSM davon werden auch Serverkosten finanziert. Dann den Kartendienst UMAP, den vielleicht der ein oder andere von euch kennt. Dort ist auch der deutsche Server unter umap.de, ist auch über den Vosges gesponsert. Und die Overpass API, das Tool, um große Datenabfragen in OpenStreetMap zu machen, über die API, das ist auch eines der großen Projekte, die ja seit eigentlich immer vom Vosges finanziert werden. Dann der nächste Baustein ist, habe ich mal unter Aktivismus zusammengefasst. Hierzu fasse ich zum einen das
dass wir halt auf Messen und Konferenzen immer wieder vertreten sind und dort mit Foskes und auch OSGEO-Ständen über das Thema freie und offene Geodaten informieren und auch hin und wieder mal die ein oder andere politische Aktion starten. Bei den Konferenzen sind wir vor allen Dingen auf der AGIT, auf der SOTTEM, auf der Phosphor-G, der FROSCON, den Chemnitzer Linux-Tagen immer wieder mit vertreten. Dazu gibt es natürlich auch noch viele, viele mehr. Ganz groß sind wir auch die letzten Jahre immer auf der InterGeo gewesen, teilweise sogar mit unserem eigenen kompletten OSGEO-Park, den wir dort betrieben haben. Und auch auf dem Chaos Communication Congress haben wir in der Regel unseren eigenen OpenStreetMap-Space. Also man sieht auch hier über das Jahr verteilt, da kommt schon einiges an Veranstaltungen zusammen, wo man dem Foskes-Verein hin und wieder mal über den Weg laufen kann. Genau, zu sonstigen Aktionen, die wir in den letzten Jahren gestartet haben. Wir haben uns an dem Projekt Schwarze Kacheln mit beteiligt. Da ging es um eine Protestaktion gegen Uploadfilter, wo wir im deutschen Kartenstil einzelne Kacheln geschwärzt haben für einen Tag und auch einige Dienste mit abgeschaltet haben. Wie ich glaube ich schon erwähnt hatte, wir sind Local Chapter für sowohl die OpenStreetMap als auch das OSGEO und setzen in dem Zuge auch einiges an rechtlichem durch, beispielsweise setzen wir die OpenStreetMap-Lizenz in Deutschland durch und führen da auch hin und wieder mal den ein oder anderen Rechtsstreit. Und natürlich, unser Vereinsleben ist auch ganz bunt. Wir treffen uns regelmäßig, was dann in etwa so aussieht, dass wir alle um einen Grill herumstehen, bei wunderschönem Sonnenschein und einfach mal über Gott und die Welt philosophieren. Hin und wieder finden wir dabei auch mal Themen, die vielleicht nicht unbedingt viel mit Karten zu tun haben, aber Staubsaugerroboter und Teamwork haben auch bei uns ihre, führen auch bei uns dazu, dass man auch mehr andere Dinge macht. Und jetzt möchte ich noch gerne dazu kommen, wie man sich bei uns engagieren kann. Zum einen für alle diejenigen, die jetzt meinen Vortrag mitgerissen hat und gesagt hat, sie würden gerne selber etwas für die Foskes machen. Wir suchen immer noch händeringend Helfer für die Konferenz. Also wer Lust und Zeit hat, hier entweder Videoaufzeichnung oder Sessionleiter oder was auch immer zu machen, ich empfehle die Seite helfer.openstreetmap.de. Da findet jeder, der noch möchte. Helferfoskes.de. Helferfoskes.de, selbstverständlich, nicht helferopenstreetmap.de. Das war die von der letzten Konferenz. dort kann jeder gerne nach einem Job finden. Wir haben morgen Abend auch noch eine Mitgliederversammlung, zu der ihr alle herzlich eingeladen seid. Es sind in der Regel Gäste erlaubt und es gibt Pizza und Bier für diejenigen, die dem gerne lauschen möchten. Man darf selbstverständlich auch bei uns am Foskes-Stand vorbeischauen und einen Mitgliedsantrag ausfüllen. Zur Mitgliedschaft an sich, das sind ungefähr unsere Preise, die auch, glaube ich, immer noch aktuell sind. Man erreicht mit dem Ganzen, dass man Stimmrecht auf der Mitgliederversammlung und auch auf der Vereinsliste hat, sich also bei den Förderanträgen auch mit beteiligen kann an den Diskussionen. Und natürlich, dadurch kann man den Verein und auch die Konferenz nach seinen eigenen Interessen und Wünschen lenken. Auch als Firma, wie gesagt, darf man sich dort gerne mit beteiligen. Und damit bin ich, glaube ich, soweit durch mit dem, was der Foskes so ist und habe, glaube ich, euch einen kleinen Einblick gegeben. Und demzufolge wünsche ich euch ganz viel Spaß auf der Foskes-Konferenz und vielleicht sehe ich den ein oder anderen am Foskes-Stand in den laufenden Tagen. Vielen Dank, Hanna, für diesen schönen Einblick in den Foskes e.V., in das Vereinsleben. Also zwei kurze Fragen würde ich zulassen. Hat jemand eine Frage? Das ist nicht so. Hanna, die Vorstandssitzungen, wie laufen die so ab?
tagt da so ein Club von wenigen Leuten oder geheim irgendwo oder wie funktioniert also, das? Also geheim ist es, es wird in der Regel vorher einmal entschieden, ob Gäste zugelassen werden oder nicht. Soweit ich das mitbekommen habe, ist das zumindest bislang noch nicht vorgekommen, dass Gäste jetzt komplett ausgeschlossen wurden. Von daher, wie gesagt, ihr seid gerne alle herzlich eingeladen. Es gibt dann dort eine Tagesordnung, wo dann bestimmte Punkte im Verein geklärt werden. Ich persönlich fand es, als ich das erste Mal auf der Foskes war, ganz schön, da dabei zu sein. Es hat mir, glaube ich, einen ganz guten Einblick gegeben, was der Foskes eigentlich so ist und wie das Vereinsleben so aussieht. Und deshalb würde ich sagen, wenn ihr da Interesse habt, eventuell auch mit dazu zu kommen, man kriegt da auf jeden Fall eine ganze Menge an bunten Diskussionen mit. Es wird der neue Vorstand gewählt und es wird auch das ein oder andere so rund um den Foskes nochmal debattiert werden. Da gehe ich zumindest davon aus. Hat jemand noch eine Frage? Dem ist nicht so. Hanna, nochmal vielen Dank für die Vorstellung des Foskes e.V.